In diesem Video sprechen wir darüber, wie du jeden Tag manipuliert wirst, welche Arten von Manipulation es gibt und warum auch du jeden Tag andere Menschen manipulierst. Also, los geht's zu diesem Video, bleib dran! Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute dreht sich alles um Manipulation. Das Wort Manipulation ist in der Gesellschaft weitestgehend negativ besetzt. Was verstehen wir denn darunter? Viele Menschen verstehen darunter, dass sie dahingehend manipuliert werden, zu etwas gedrängt werden, was sie eigentlich überhaupt nicht wollen. Aber es gibt nicht nur negative Manipulation, sondern es gibt auch positive Manipulation. Ein Beispiel für eine positive Manipulation wäre es, wenn du zum Beispiel zu einem Therapeuten gehst mit dem ganz klaren Ziel, dass er die Art, wie du denkst, verändert oder auch deine Einstellung zu manchen Dingen verändert und dir erklärt, wie du Dinge verändern kannst, damit du in Zukunft anders denkst oder anders handelst. Davon sprechen wir dann aber meistens nicht von einer Manipulation, denn das ist nicht negativ besetzt. Und vielleicht wird das Ganze etwas klarer, was Manipulation überhaupt bedeutet, wenn wir das Wort einmal verändern und austauschen. Benutzen wir nicht Manipulation, sondern benutzen wir einmal das Wort Beeinflussung. Eine Manipulation ist also eigentlich auch nur eine Beeinflussung. Die kann sowohl positiv als auch negativ ausfallen. Ich unterscheide jetzt hier in diesem Video einmal in drei Arten von Manipulation. Und wir können uns diese drei Arten so ein bisschen vorstellen wie ein Eisberg. Die Spitze des Eisberges ist zu sehen. Aber unter der Wasserlinie ist noch ein viel, viel größerer Teil. Und so ist es auch bei der Manipulation. Nicht das, was wir sehen können, ist wirklich das, was uns wirklich alle beeinflusst. Wie gesagt, ich unterscheide jetzt einfach mal in drei Arten von Manipulation in diesem Video. Wäre zum einen die bewusste Manipulation. Hiervon spreche ich, wenn beide Seiten wissen, dass manipuliert wird, nämlich eine Seite, die andere Seite manipuliert. Beide Seiten wissen das. Hier könnte man zum Beispiel als Beispiel den Therapeuten anführen. Beide Seiten kommen überein, dass die eine Seite die andere Seite manipulieren oder beeinflussen soll. Als zweites wäre dann da die bewusste, unbewusste Manipulation. Was meine ich jetzt damit? Eine Seite wendet bewusst Manipulation an und die andere Seite, die andere Partei, weiß aber nicht, dass sie manipuliert werden soll. Hier werden es ganz oft Verkaufstaktiken angewandt. Man kann also auch sagen, dass jede Art von einem erfolgreichen Verkauf auch eine erfolgreiche Manipulation ist. Bevor du aber jetzt wütend den nächsten Geschäftsinhaber anschreibst, weil sein Mitarbeiter dich so manipuliert hat, dass er etwas bei ihm gekauft hat, warte noch mal kurz damit ab. Denn es gibt noch eine dritte Art der Kommunikation bzw. der Manipulation. Und hier sprechen wir von der unbewussten Manipulation. Auch hier ist das ein bisschen tricky und das ist wirklich dann unterhalb der Wasserlinie vom Eisberg. Das ist das, was man überhaupt nicht mehr sehen kann. Beide Seiten manipulieren, wenden aber eine Manipulation nicht bewusst an. Das heißt, sowohl die Seite, die manipuliert, ist sich nicht bewusst, dass sie manipuliert, und die andere Seite, die manipuliert wird, ist sich dessen auch nicht bewusst. Und das passiert im Alltag viel, viel, viel häufiger als die bewussten Arten der Manipulation. Wie kommt das jetzt aber? Nun, das liegt einfach daran, dass Menschen nicht kommunizieren können. Wir alle kommunizieren den ganzen Tag. Egal, ob wir etwas sagen, etwas schreiben oder einfach auch nur da sitzen. Wir kommunizieren. In der Art, was wir sagen, wie wir etwas sagen und wie unser Körper dasteht. Das heißt, selbst durch einen Gesichtsausdruck, einem Hochziehen einer Augenbraue, kommunizieren wir. Ein Lächeln kommuniziert dem anderen, dass es einem wahrscheinlich gerade gut geht oder er sich über etwas freut. Ein trauriges Gesicht kommuniziert, dass er sich nicht wohlfühlt, dass er traurig ist.
Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Wir kommunizieren immer, ob wir wollen oder nicht. Und damit beeinflussen wir auch immer. Also um auf den Punkt zu bringen, alles, was wir hören, lesen oder sehen, manipuliert uns. Und damit können wir uns auch überhaupt nicht von Manipulation freisprechen. Wir werden mit jedem Wort, mit allem, was wir sehen, mit allem, was wir hören, beeinflusst, manipuliert. Und das sowohl bei der belebten als auch bei unbelebter Materie. Wenn wir zum Beispiel in die Berge gehen und einen majestätischen Berg sehen, dann beeinflusst uns dieses Bild, was wir gerade sehen. Das kann positiv sein, das kann negativ sein. Ja, wir können sagen, ein wahrlich herrlicher Ausblick auf diesen Berg oder von diesem Berg herunter. Oder wir können sagen, da geht es ganz tief runter, das ist gefährlich. Allein dieser Blick, dieser Ausblick manipuliert uns. Das heißt, er löst etwas in uns aus. Du siehst also, wir können nicht beeinflusst werden. Und was daraus folgt, ist, dass auch du nicht andere nicht beeinflussen kannst. Das heißt, du, ja auch du, manipulierst jeden Tag andere Menschen. Das Ganze geht aber noch sehr viel weiter. Denn nicht nur, dass wir jeden Tag andere Menschen manipulieren und von anderen manipuliert werden, sondern wir manipulieren uns auch jeden Tag selbst. Du magst dich fragen, wie kannst du dich selbst manipulieren? Und das passiert natürlich weitestgehend auch wieder auf der unbewussten Ebene. Wir kommen später aber nochmal dazu, wie du das Ganze positiv umsetzen kannst und es auch dich selbst bewusst manipulieren kannst. Also was meine ich? Wie manipulierst du dich jeden Tag selbst? Nun, dazu gehören zum Beispiel die Gedanken, die du denkst. Alles das, was du am Tag denkst, manipuliert und beeinflusst dich. Und das ganz besonders bei den Gedanken, wie du über dich selbst denkst. Das können zum Beispiel Gedanken sein wie, ich bin dumm oder das war blöd, dass ich das jetzt gerade so gemacht habe oder ich kann das einfach nicht. Das Gefährliche daran ist einfach, dass dein Unterbewusstsein dich selbst als größte Autorität wahrnimmt und daher das, was du selbst über dich sagst oder über dich denkst, am meisten glaubt und abspeichert. Nicht nur durch Gedanken, sondern auch durch Handlungen beeinflusst du dich jeden Tag selbst. Dazu gehört zum Beispiel das, was du isst, was du trinkst und womit du dich in deiner Freizeit beschäftigst. Das können sowohl positive Beeinflussungen sein, als auch negative Beeinflussungen. Zum Beispiel durch schlechte Angewohnheiten manipulierst du dich selbst zu etwas eher Schlechtem. Wenn du den ganzen Tag auf der Couch sitzt und keinen Sport machst und dich überhaupt nicht bewegst, manipulierst du dich durch deine Handlung selbst zu etwas Negativen. Und wie gesagt, diese Art der Selbstmanipulation kann sehr, sehr positiv sein, die kann aber auch sehr gefährlich sein, weil unser Unterbewusstsein uns selbst, unsere Handlungen, unsere Gedanken als die größte Autorität anerkennt, die es kennt. Das ist ja auch ganz natürlich. Du kennst dich selbst am besten und dein Körper kennt dich selbst am besten und dein Bewusstsein und dein Unterbewusstsein kennt dich selbst am besten. Und niemand würde ja davon ausgehen, dass man sich selbst schaden möchte, dass man sich selbst etwas Schlechtes tun möchte. Also akzeptiert das Unterbewusstsein deine Handlungen weitestgehend als positiv. Wie kannst du dich jetzt aber gegen Manipulation welcher Art auch immer wehren? Und die ernüchternde Antwort ist, überhaupt nicht. Du kannst dich nicht gegen Manipulation wehren, weil du ständig manipuliert und beeinflusst wirst. Was du allerdings tun kannst, ist, dir bewusst zu machen, dass du ständig beeinflusst und manipuliert wirst. Denn dann kannst du dein Bewusstsein darauf trainieren, sich auf positive Aspekte zu konzentrieren und negative Aspekte abzulehnen. Und das mit einem bewussten Filter. Wie wir also gesehen haben, kannst du dich nicht gegen Manipulation wehren. Aber du kannst dich auf die positiven Manipulationen konzentrieren. Und wie kannst du dich jetzt bewusst dafür entscheiden, nur positiv manipuliert zu werden oder zumindest überwiegend positiv manipuliert und beeinflusst zu werden? Dazu bedarf es einiger Handlungen. Zum Beispiel
wäre da, dich von negativ denkenden Menschen fernzuhalten. Von Menschen, von denen du ahnst oder weißt, dass sie dich in irgendeiner Form negativ beeinflussen. Sie dich runterziehen, dass sie dir einfach nicht gut tun. Halte dich von solchen Menschen fern. Als zweites kannst du dich auch von negativen Nachrichten fernhalten. Und damit meine ich nicht, dass du mit Scheuklappen durch die Welt laufen sollst oder dir eine rosarote Brille von der Welt gestalten sollst und nur noch das Gute siehst, sondern dass du anerkennst, dass es negative Dinge gibt. Das ist das eine, sich bewusst zu machen, es gibt diese Dinge. Aber du musst dich auch nicht jederzeit mit diesen negativen Dingen beschäftigen. Was meine ich zum Beispiel damit? Nun, du hörst vielleicht von irgendeiner Katastrophe in einem Land. Die ist auch schlimm. Gar keine Frage, du akzeptierst es. Jawohl, es ist da und da irgendetwas passiert. Das hörst du jetzt vielleicht tagsüber im Radio. Dann schaust du dir abends noch die Nachrichten an, wo das Gleiche nochmal kommuniziert wird. Am nächsten Tag holst du dir die Tageszeitung und liest nochmal davon. Und vielleicht am Wochenende, wenn die wöchentlichen Journale kommen, die du liest, liest du wieder davon. Das heißt, du beschäftigst dich so oft mit diesem negativen Fakt, obwohl du vielleicht gar nichts dagegen tun kannst. Ja? Du kannst dann entscheiden, kann ich etwas gegen tun, gegen dieses Negative, was dort in der Welt passiert? Wenn ja, setze dich dafür ein, wenn du das möchtest. Wenn du allerdings feststellst, ich kann gar nichts dagegen tun, ja, dann akzeptiere, dass das da ist. Akzeptiere auch, dass du nichts dagegen tun kannst. Und wenn du akzeptiert hast, dass du nichts dagegen tun kannst, dann besteht auch überhaupt kein Grund dafür, dass du dich ständig und immer wieder damit beschäftigst. Also, halte dich von negativen Nachrichten fern. Zumindest in diesem übermäßigen Konsum dieser Nachrichten. Du kannst dich auch dahingehend positiv selbst manipulieren, indem du negative Angewohnheiten aufgibst. Und das ist sicherlich eines der schwersten Dinge, die man tun kann, denn es erfordert sehr viel Arbeit an einem selbst und auch sehr viel Reflexion, dass man erkennt, was sind jetzt negative Angewohnheiten und welche sind positive Angewohnheiten. Und als letztes gibt es natürlich dort den wichtigen Hinweis, lebe einfach bewusster. Lebe achtsamer. Achte mehr auf Kleinigkeiten, achte mehr auf Dinge, die dir gut tun oder die dich negativ beeinflussen. Und wenn du mehr darüber wissen möchtest, wie du selbst und vor allen Dingen bewusster und damit auch selbstbewusster leben kannst, dann empfehle ich dir mein Buch Lebe selbstbewusst. Das gibt es als Taschenbuch und auch als E-Book. Es ist ein praktischer Ratgeber mit vielen Übungen darin. Du kannst das Buch in allen Buchhandlungen in Deutschland bestellen. Du kannst es auch online bestellen, natürlich bei den großen Versandhändlern. Und wenn dich das interessiert, werde ich dir hier einfach mal in der Videobeschreibung den Link dazu einpacken. Ich hoffe, dass ich dir mit diesem Video ein bisschen näher bringen konnte, was Manipulation überhaupt ist und was das mit dir macht. Und vor allen Dingen auch, wie du das erkennst und dich ein Stück weit dagegen wehren kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann bewerte es doch bitte auch. Und wenn dir der Kanal allgemein gefällt, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Aktiviere auch die Glocke, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn ein neues Video von mir erscheint. Und ansonsten, wenn du Themenvorschläge hast, Anregungen oder auch konstruktive Kritik, dann schreib es mir einfach unten in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Also, wir sehen uns hoffentlich in meinem nächsten Video. Bis dahin, bleib gesund und zuversichtlich. Ciao, ciao.